Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Transport Inc. Nachdem es ja in der letzten Folge nicht ganz so gut geklappt hat beim Tutorial, in der dritten Folge sind wir ja hier von der KI geschlagen worden. Das will ich natürlich nicht so auf mich sitzen lassen und sage hier immer weiter, wir versuchen das heute mal besser zu machen. Wir sitzen natürlich mal wieder hier in Frankreich zusammen mit der Autopost, die war glaube ich in der Schweiz, und Lasa, die hier in Spanien zumindest letztes Mal saß. Und wir haben hier natürlich die Kartoffeltransporte. So. Ziel ist es immer noch, 5000 erste Klasse Passagiere zu transportieren. Und ich habe nicht gesagt, du sollst loslegen. Mal sehen, ob Marseille immer noch der Hotspot ist, aber das sieht zumindest nicht so aus. Mal gucken, wo wir jetzt hier einen Hotspot herkriegen. Le Mans und Bourges. Das ist schon zumindest mal etwas. 270 von Brest, das sind zwar erste Klasse Passagiere, aber 270 von Brest. Dann gibt es vermutlich gleich ein Sportevent in Paris, wenn so viele Leute dahin wollen. Oder in Brest, beziehungsweise. Wir gucken uns aber noch weitere Orte an. Hier Lyon sind ein paar, Clermont-Ferrand. Das ist wieder eine ewig lange Route, das wollen die Leute nicht mit dem... Na, wobei es... Die Bahn... Ah, doch, das könnte klappen. Hier ist eine Straße. Okay. Ah, ne, Clermont-Ferrand. Da ist ja... Das Bourges noch dazwischen, das werden die Leute vermutlich trotzdem nicht fahren wollen. Calais ist absolut tote Hose. Das heißt, wir haben aktuell zwei Orte, die ich zumindest so sehe. Einmal Paris-Bourges und Paris-Le Mans. Bourges-Lyon wäre auch noch eine Möglichkeit. Bordeaux, das ist zu weit weg. Toulouse, das, ich würde sagen, das ist auch zu weit weg. Mit einer Bahnmöglichkeit, das wird auch nicht gehen. Na, dann fangen wir mal in Paris an, machen Paris-Bourges, Paris-Le Mans und mal sehen, wenn es reicht, dann ist okay, wenn es nicht reicht, machen wir noch Bourges und Lyon. Ihr merkt schon, ich gehe das Ganze jetzt deutlich schneller gleich hier an. Ich habe mich aber tatsächlich nicht vorbereitet, also ich habe jetzt nicht irgendwie geguckt, wie was wo funktioniert, also ich weiß nicht mehr als letzte Folge, außer dass es letztes Mal nicht funktioniert hat, wie wir das gemacht haben. Und von dem her würde ich sagen, okay, das ist ein Riesenpreisunterschied für nicht mal so viel mehr Kapazität, deswegen nehme ich mal diesen Bus hier, setz den auf, ah ne, erstmal Linie erstellen, so war's, so, Paris, Bourges und Paris, Le Mans, und dann wollen wir einen Bus kaufen, einmal auf diese Linie und einmal auf diese Linie, und mal sehen, wie es funktioniert. Ja, der Bus wird zumindest mal voll. Das ist schon mal mehr als letzte Folge. Damit haben wir schon mehr erreicht als letzte Folge. Die Leute sind allgemein sehr zufrieden. Das heißt, wir können hier den Ticketpreis ein bisschen hochdrehen. Mal gucken, ob mit 85er noch alles in Ordnung ist. Hier haben wir nicht so viel Spielraum. Hier ist, gefällt den Leuten die Geschwindigkeit nicht. Ja, vermutlich, weil hier auch eine Bahnverbindung ist dazwischen. Aber ja. So, hier 85 ist wohl zu viel. Setzen wir mal auf 83 runter. Ihr seht jetzt vermutlich auch tatsächlich dann mal die Preise hier unten. In den letzten drei Folgen habe ich ja die Facecam wunderschön drüber gesetzt.
Ich habe jetzt aber einiges noch umgebaut, umfunktioniert. Die Facecam nehme ich jetzt komplett separat auf und kann sie im Laufe der ganzen Folge hier frei hin und her bewegen. Einmal nach oben in die Ecke, dann in die untere Ecke, nach links, nach rechts, Kopf über. Das geht jetzt alles. Von dem her, ja. So, der Bus wird immer noch nicht voll. Dann bleiben wir bei 80 Euro. 80 Dollar. Wenn es nicht anders funktioniert. Wir haben aber definitiv hier zwischen Paris und Le Mans das Potenzial, einen zweiten Bus zu setzen. Und da wir ja hier 5000 Passagiere transportieren müssen, denke ich, ist jeder einzelne Bus gern willkommen. Mal gucken, okay, Paris ist wieder voll, das heißt, wir können hier, zack, 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 zack. Die Busse werden voll, das ist alles wunderschön, tipptopp. So, Bourges-Lyon hatten wir noch auf dem Schirm. Das gucke ich mir mal gleich an, wie das da aussieht. Wenn die Leute nicht mitfahren wollen, dann nehmen wir... Ah, nee. Dann... Okay, wenn die Leute... bevor wir noch einen weiteren Bus kaufen, weil das Geld ist... Wir haben nicht Geld ohne Ende. Nehmen wir diesen Bus hier, setzen ihn auf die Linie. Aber finish all good, genau. So, setzt die Leute noch ab. Okay, da wollen 8 mitfahren. Wie sieht... Die Leute sind okay zufrieden, mit der Geschwindigkeit nicht, aber vielleicht können wir mit dem Preis noch spielen. Das sieht doch prinzipiell... Oh! Lyon, Clermont-Ferrand hier. Das ist doch deutlich kürzer. Gut, okay, Bus, du gehst wieder auf... Na, stopp! Bus, du gehst wieder auf die Linie, machst aber die alte noch fertig. Dann löschen wir diese Route, erstellen eine neue zwischen Clermont-Ferrand und Lyon. Und kaufen dafür jetzt extra einen neuen Bus. Also die Linie, die muss funktionieren. Direkter geht's nicht. Die Bahn macht sogar einen Umweg. Das sieht gut aus. Die Leute fahren mit. Die Leute sind mit dem Komfort zufrieden. Sind mit dem Speed okay zufrieden. Mal sehen, ob ich mit dem Preis rumspielen kann. Haben wir Luft? Haben wir. 83? Nein. 82. So, wir sehen auch schon hier oben, wir sind jetzt schon etwas gescheiter dran als in der letzten Folge. Ich habe mich in der letzten Folge noch zu viel darauf konzentriert, zweite Klasse Passagiere zu transportieren, um Geld zu scheffeln. Hat ja bekannterweise nicht so ganz funktioniert. Und haben wir Potenzial hier auch noch für einen zweiten Bus? Nein, haben... Wenn die Busse auseinander kämen, vermutlich schon. So, wir müssen auch kein Depot bauen. Das heißt, ich hoffe einfach mal, dass die Busse lange genug das Ganze mitmachen können. So, Bus, fahr du mal runter und dann legen wir den nächsten schon hier auf die Linie. Hier kriegen wir keine Leute hin. Dijon und Lyon eventuell noch. Das würde ich noch probieren. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Weil hier ist auch eine Bahnverbindung. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht so ganz sicher. Aber es funktioniert. Wunderbärchen. Jetzt, wenn man sogar organisiert und geplant hier rangeht, dann funktioniert das mit dem Tutorial sogar. Ja, dann würde ich sagen,
Jetzt gilt abwarten. Nee, das kannst du vergessen. Paris treu, ja, okay, aber sind halt erste Klasse. Alter. Das sind halt zweite Klasse, Leute. Und die sind für uns jetzt nicht interessant in dem Sinne. Die Leute hier sind trotzdem ein bisschen zu unzufrieden. Das heißt, wir gehen im Preis mal ein bisschen runter. Mal sehen, ob wir die 12 voll kriegen jetzt. Ne, immer noch nicht. Ja, dann bleibt bei 80 Dollar. So, wir haben mittlerweile 2200 Passagiere. Die Busse sind noch alle halb oder mehr voll. Das heißt, wir kriegen vermutlich die 5000 Leute damit. Mit diesem Setup kriegen wir es durch. Und eigentlich ist jetzt wirklich nur warten. Ich möchte auch mal ganz kurz oben Fokus aufs Geld legen. Das ist ja richtig rentabel. Also wir haben mittlerweile weit über... Guck mal hier, die Busse, die bringen schon über 100.000 rein. Und die haben gekostet 36. Ja, 36. Also das lohnt sich. Ja, warten. Aber wir sind jetzt jeden Moment durch. In 3, 2, 1 und durch. So. Easy. Ich weiß nicht, wie wir das letztes Mal verkackt haben. Aber diesmal wollten die Leute auch mitfahren. Das hat halt letztes Mal einfach nicht funktioniert. Oh je. Jetzt kommt noch Güterverkehr. Oh je, oh je, oh je. So, ich lese wieder vor. Also man sieht hier, es wird immer stärker so dieser Vater-Sohn-Konflikt. Da hat man ja schon in der ersten Folge, glaube ich, eine Andeutung davon gesehen. Das scheint ja jetzt immer heftiger zu werden. Der Sohn ist voll auf Profit aus und der Vater ist eigentlich ein ganz netter, der auf die Leute achten möchte. Ich wäre ja eher so wie der Vater. So, was haben wir? Angestellte. Upgrade. Ah! Warte mal. Upgrade Depots to repair vehicles faster and store more vehicles. Ah, okay. Bessere und größere Hangars. Packages in need of deliver. Okay, das sind dann wahrscheinlich wie die Passagiere. Jetzt nur halt in Frachtform. Ein kleiner Transit. Ein größerer und oft benutzt für kleine Mengen. Das ist einfach nur für kleine Mengen. Und das ist für Medium-Mengen. Okay. So. Und ich habe absolut die Zeit aus den Augen verloren. Von dem her verabschiede ich mich jetzt hier aus dem Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.